Moin Leute, willkommen zu diesem Video. Diesmal mit mir alleine. Ich mache so ein paar Kleinigkeiten und auch im nächsten Video eine größere. Aber ich werde jetzt alles erklären. Also fangen wir mal von A bis Z an. Also ein Rundumschlag mit den ganzen Sachen, die hier so passiert sind. Und zwar, die Wand ist fertig. Ja, sie ist fertig. Wie gesagt, ist ein bisschen heller geworden, als ich gedacht habe. Aber das Grau finde ich okay. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die ich vielleicht nochmal nach. Hier am Rand sieht man da oben zum Beispiel, weil ich den Balken nicht komplett einpinseln wollte, brauche ich schon mal einen ganz kleinen Pinsel. Wie auch, ich wollte gerne die Optik von diesen Metallschellen beibehalten und nicht einfach drüber streichen. Aber man sieht, das Abkleben war nicht so 100%. Noch ein paar Kleinigkeiten, nur einen kleinen Pinsel da unten und dann sieht es gut aus. Ja, da mit Steckdose abkleben hat super funktioniert. Ich denke mal, besser ist da drüber zu jagen. Wir haben jetzt Leute in den Kommentaren geschrieben, ich sollte doch spachteln, ich sollte doch das hier zuspachteln und rumspachteln. Leute, ja, ich gebe mir Mühe, dass das gut aussieht. Aber es ist noch immer eine Schraubehalle, keine Wohnung. Zu Hause in der Wohnung, wenn ich jetzt eine Trockenwand reinziehen würde oder was auch immer, dann würde ich da natürlich spachteln. Aber ihr müsst euch vorstellen, die Werkbank kommt bis hier. Dann kommen die Lochwände hier drüber, Lochwände drüber, ne? Und Schränke. Ihr seht von dieser Wand, von da bis ungefähr hier, ihr seht ja nichts mehr von der Wand. Da ist die Werkbank vor. Das Einzige, was ihr seht, ist hier das Stück und dann kommt der Bundeswehrschrank kommt davor. Und dann seht ihr nur noch die kleine Ecke, also, ne? Ja, man hätte spachteln können, man hätte hier die Ecke zuspachteln können, dann wäre es eine richtig schön glatte Wand gewesen. Aber nee. Und hier kommt ja noch Werkzeug dran, da überlege ich mir auch noch was. Da könnte zum Beispiel unsere schwarze Farbe eine coole Sache sein. Für das Werkzeug, was hier an der Wand hängt, macht man einen Schatten, so dass man weiß, wo man es wieder hinhängt. Das sieht auch ganz cool aus, also weiß, ob da ein Werkzeug fehlt. Das habe ich gemacht. Da war ich unter der Woche hier, weil unter anderem, vielleicht seht ihr es, euch schon den einen oder anderen auffallen. Dieses Feld ist komplett freigeräumt. Das Holz liegt jetzt hier hinter den Autos. Was auch okay ist, wir brauchen das ja so in der Ecke. Warum? Ja, weil ich jetzt streichen werde. Das werde ich nochmal in dem Video, das ist nämlich das nächste Video, was danach kommt, erklären, warum ich jetzt streiche. Es gibt zwei Gründe. Einmal wird es morgen mit bis zu 28 Grad doch recht warm. Ihr müsst ja die Wand nicht sehen, ihr könnt mich ja sehen. Also ob die Farbe jetzt dadurch kaputt geht, wenn sie bei 27, 18, 28 Grad in meiner Wohnung steht, weiß ich nicht. Ob das unbedingt passiert. Aber es ist einmal der Grund. Vögel. Ja, sind die Spatzen oder wie soll das sein? Die, ne, nicht Spatzen, wie heißen die nochmal mit dem V hinten? Die Schwanzfedern hinten wie so faul haben. Heißt V haben, fauler. Die haben wir auch drüben immer in der Halle. Ich finde da nicht voll geil, hier durch die Halle zu sausen. Schwalben, Jungschwalben sind das. Die finden das immer geil, hier durch die Halle durchzusausen. Was soll ich sagen, genau, es gibt, also einmal der Grund, die Temperaturen ziehen jetzt an. Ne? Grund 1, die Temperaturen ziehen an. Also es ist jetzt eigentlich möglich, die Farbe zu verarbeiten. Punkt 2 ist, wenn es doch zu warm werden soll, sagen wir, wir bauen nächste Wochenende die Bühne auf, sonst steht die. Dann könnte ich darauf das Wochenende oder die Woche streichen. Und dann, wenn da zum Beispiel die dauerhaft über 20 Grad, 25, 30 Grad ist, dann könnte man die hier nicht verarbeiten. Das ist ein dieser Gründe. Der zweite Grund ist, ich habe ein akutes Platzproblem. Ich weiß nicht mehr, wohin mit meiner Scheiße. Es steht hier eigentlich bis auf das Feld, was ich freigeräumt habe, voll. Und auf das Feld konnte man ja eigentlich nie was hinstellen, weil es muss ja gestrichen werden. So, das ist der weitere Grund, warum ich hier streichen will. Ich will dieses Feld streichen, damit man jetzt auch anfangen kann, die Sachen da hinzustellen. Weil die Farbe braucht ja auch noch so 5 bis 8 Tage zum Durchtrocknen, bis man die auch mit Autos belasten kann. Die anderen Sachen, wirklich. Weil auch die Werkbank ist da. Schneller als gedacht. Also, Datsa hat sie angekündigt, aber irgendwie haben sie es nicht geschafft, die hinterlegte Telefonnummer anzurufen. Ich habe gestern eine E-Mail bekommen. Man sollte dort
man sollte doch zwecks Terminabsprache da mal anrufen. Habe ich weitergeleitet hier an meinen Vermieter, der hat versucht da anzurufen, aber irgendwie niemand erreicht. Ich werde heute eine E-Mail dahin schreiben an die Dame von Datsa mit der Telefonnummer, dass sie hier anrufen soll. Also wird nächste Woche die Werkbank kommen, laut Datsa 175 Kilo Palette. So, und jetzt frage ich euch mal, schaut euch mal das hier an, ne? Also schaut euch mal hier an, voll, jetzt weil der Vectra drin ist, ist es noch voller, voll, wohin mit der Palette? Deswegen ist jetzt auch meine Idee, den Boden heute zu streichen, wenn er fertig ist, wenn am Montag, Dienstag, keine Ahnung, die Datsa Palette kommt mit der Werkbank, dann sollen sie die einfach hier vorne hinstellen. Nicht auf das frisch gestrichene drauffahren mit den Hoflader, sondern einfach eine Hoflade hier draufsetzen. Fertig. Und dann kann ich nicht die Werkbank, da ja gestrichen ist der Boden, aufbauen. Natürlich wird wahrscheinlich die Beschichtung Beschädigung davon tragen, wenn wir die Bühne aufbauen, wenn ich die Werkbank aufbaue, wenn wir den Schrank da versuchen hinzustellen etc. pp. Das wird wohl kommen, wobei den Schrank haben wir eh nur hinstellen können, wenn die Beschichtung da ist. Es wird kommen, es ist schade, ich werde mir wahrscheinlich nochmal eine kleine Menge von der Farbe besorgen, damit ich dann ausbessern kann. Sprich, man muss das ja dann anschleifen und dann kann man nachbessern oder ausbessern. Ja, anders geht's leider jetzt nicht. Also wieder alles durcheinander gewürfelt. Ich habe ja gesagt, ich wollte erst die Bühne aufbauen und dann streichen, weil, ne? Aber geht nicht anders. Geht jetzt definitiv nicht anders, weil wir haben ein akutes Platzproblem. Weil hier kann man gar nichts mehr hinstellen. Und der Vorteil ist, wenn diese Fläche gestrichen ist, wie gesagt, die Werkbank, ne? Die Werkbank kann dann dahin getüttelt werden. Wir können den Bundeswehrschrank dahin stellen. Das können wir dann schon mal anhängen, wenn die Werkbank da ist. Und dann ist das schon mal weg. Der Motorständer kann in die Ecke. Die Palette ist dann weg, weil die wird in diesem Feld verteilt. Sprich, da haben wir auch schon wieder eine Lücke frei. Diverse andere Werkzeuge kann weggeräumt werden. Und dann haben wir auch wieder ein bisschen Platz. Und vor allem, diese Fläche kann genutzt werden. Sprich, man könnte theoretisch hier auch ein Auto hinstellen, wenn sie gestrichen ist. Und die müssten nicht immer alle hier jetzt stehen. So, gut. Eine weitere Sache, die jetzt in dieser Halle funktioniert, ist Internet. Wie ihr seht, der Router blinkt fröhlich. Wir haben auch super geilen Empfang. Also vier Balken, 4G. Ja, die Einrichtung war einfach. Es gedacht, ich musste nicht mal den APN ändern, sondern einfach nur die Telefonkarte rein und der hat das erkannt, den anderen Anbieter. Also das Modem ist echt gut. Das war super easy. Wie gesagt, wir haben super geiles Internet, obwohl der Router hier steht. Normalerweise ist der Sendemast in die Richtung. Meine Überlegung war ja, den Router vielleicht doch eher da hinzuhängen oder auf, wenn der Podest da ist, in die einfach quatschen Ecke. Oder eben da, aber da wäre es näher auch hin, aber wir haben selbst hier hinten geilen Empfang. Und zwar habe ich mich entschieden für Mobilcom Debitel. Warum nicht für Blau, wie ich habe? Also Mobilcom Debitel ist auch Telefonica, also wie Blau. Als dasselbe, oh, wir haben sogar jetzt 5 Balken. Ist dasselbe Netz und ich wusste ja, mit meinem Handy, Telefonica, Blau, hatte ich guten Empfang hier. Blau, obwohl ich Bestandskunde bin, hat scheiß Tarife. Blau hat zum Beispiel nur einen 10 GB Tarif. Für, ich glaube, 10 oder 11 Euro. Und wenn du das monatlich kündigen willst, 13 Euro im Monat. Hört sich jetzt nicht so viel an, ja. Aber Mobilcom Debitel bietet mir jetzt an 12 GB. Also immerhin 2 GB noch mehr. Für 9,99 Euro monatlich kündbar. Das war mir in dem Sinne für die Halle wichtig, weil sagen wir, in 2-3 Monaten hat ein anderer Anbieter einen besseren Tarif, dann kann ich das kündigen und den Tarif nehmen und muss da nicht festhängen. Zum Beispiel bietet dann ein 20 GB Tarif für 11 Euro an, das sind 2 Euro mehr, dann kann ich den kündigen und den nehmen, weil die Telefonnummer ist mir ja scheißegal. Mir geht es ja um den Daten, um das Datenvolumen geht es mir ja. So, wir haben jetzt 12 GB, wir testen mal, wie wir damit auskommen. Also, mit den Kameras, wenn ich von zu Hause aus so den Livestream aufrufe, dann hat es, wenn wir hier verbringen, den Tag so verbringen, mein Handy ist jetzt auch schon verbunden damit, wobei das ja eigentlich schwachsinnig ist, weil eigentlich wäre es sinniger, mit meinem Handy mein Datenvolumen zu verbrauchen, anstatt das Datenvolumen. Ja, denke ich mal, werde ich auch ändern, weil wäre ja Schwachsinn.
Wobei ich mit meinem Datenvolumen in meinem Handy eh nie auskomme, weil ich ja so viele Filme beim LKW gucke. Ja, gucken wir mal. Wir werden uns jetzt testen, wie weit wir heute auskommen, wenn wir hier auch Livestream machen. Achso, eine weitere geile Neuigkeit. Ich habe ja einen Laptop gehabt, einen Hallen-Laptop. Schweineschwer, da zeige ich auch mal das Ding von Asus. Der hat irgendwann mal gesagt, ich kann nicht mehr booten. Kein Bootmedium. So, habe ich jetzt letztens das auseinandergenommen, also hier die Klappe auseinandergenommen, die Festplatten rausgenommen, weil der hat keine Festplatten mehr gefunden. Die Anschlüsse also auch mal funktioniert zum Glück wieder. Also wir haben das Hallen-Laptopchen hier. Aber wenn die Werkbank steht, kann ich das auch erst mitbringen, weil wohin sonst noch hier hinstellen. Und dann könnten wir damit mit der Kamera und dem Mikro von mir zu Hause, weil wir haben ja die Probleme mit Livestream von mir zu Hause, hier vielleicht mal einen coolen Livestream machen. Und dann testen wir mal, wie lange das reicht. Also Internet haben wir, es funktioniert so alles wie gedacht. Super geile Sache. Wie im letzten Video schon so angedeutet, wir haben jetzt Kameras. Normalerweise sollte die zweite Kamera dahin, aber mit der Leiter, da hat Marcel recht, das geht nicht. Wenn du mit der Leiter da oben stehst, du kannst ja auch nicht gerade anlehnen, weil du hast diese Vorsprünge hier. Und versuchst irgendwas anzuschrauben oder Druck auszuüben, dann drückt sich die Leiter weg und du hängst da auf halb acht und fällst fast runter. Deswegen habe ich keinen Bock gehabt. Deswegen habe ich erstmal da hingehangen. Ja, ich werde manche Leute sagen, es hat vorteilhaft Kamera zeigen, wo die Kameras sind. Das ist ja eh noch nicht final. Wobei ich echt überlege, die kommt ja dahin, dann wird die eingerichtet. Die ist ja eingerichtet, die kommt dann dahin. Ich werde wahrscheinlich trotzdem noch eine Kamera holen, die wirklich so auch wie die hinkommt, ein bisschen höher, ein bisschen versteckter. Um den Eingang detaillierter zu filmen, damit man die Leute noch besser sieht. Ja, da reicht das auch schon. Also, dass das wirklich nur eine Überwachungskamera ist und das hier, da muss ich noch gucken, ob es wirklich funktioniert. Da muss ich mich beschäftigen, dass man die als Livestream-Kamera so ein bisschen benutzen kann. Und wenn das funktioniert wirklich, dann denke ich mal, wird noch eine Livestream-Kamera hier in die einfach quatschen Podest kommen und so. Wenn das nicht funktioniert, mit denen Livestream zu machen, zum Beispiel mit den beiden, dann hole ich mir, wie gesagt, noch eine für Tür, dann ist das wirklich nur Überwachung. Und dann gucke ich mal, vielleicht die Kameras, die auch Marky Boy hat, dass ich mir die hole. Wobei die 2K, die haben ja auch 2K, 1080p. Es gibt aber mittlerweile auch Kameras, die haben 2M, ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die haben 4K. Können die aufnehmen, Videokameras, die kosten natürlich ein bisschen mehr, so 70 Euro das Stück, wäre vielleicht für ein Livestream besser, aber das ist alles für die Zukunft, weil jetzt Investitionen in 1000 Kameras. So eine 1000 Kameras muss nicht jetzt sein, weil das kostet auch zu viel Geld. Warum ich mir die jetzt angeschafft habe, liegt daran, dass ich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht die Kontrolle, sondern so ein bisschen Überwachung haben möchte, was hier passiert, weil es sollen jetzt noch ein paar Dinge passieren, wo auch Leute hier reingehen, die nichts mit mir zu tun haben. Zum Beispiel sollen ja noch die sollen hier verfugt werden, wobei innen frage ich mich, wie das funktionieren soll, weil da hängt ja der Kasten, die Steuerung fürs Tor schon vor und Lehrer und sonst was müssen ja alle abbauen zu verfugen. Keine Ahnung. Da würden Leute hier drin rumrennen. Es soll auch noch gepflastert werden, dann werden die Tore wahrscheinlich auch geöffnet, damit das Pflaster angelegt wird, wie auch obenrum ist ja noch keine Verkleidung von Tor, wobei Torbauer waren schon hier drin. Aber ich will so ein bisschen die Überwachung, mehr sagt, die Gewissheit haben, dass da keiner mal, ne, hier so, oh, in die Tasche, ne? Ne, wie ist das? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, ich kenne die Leute nicht, ich habe nichts mit denen zu tun, also müssen sie da leben, deswegen gibt es auch diesen Aufkleber. Also dieses Ding als Hinweis. Ich habe es auch gesagt, dass jetzt hier Video überwacht wird, dann müssen die Leute informiert werden und damit leben. Besser ist das. Wenn jetzt die Leute sagen, jetzt hast du die Kameras gezeigt, jetzt wissen die Leute, wo die Kameras sind, sonst hat er. Ihr könnt euch sicher sein, dass dieses Gelände, das ist Überwachung innen von mir, aber das Gelände, ja. Also so einfach wird es nicht sein. So, für die Leute, die interessiert, ne, hier übers Handy kann man sich das Bild abrufen. So, das ist der Eingangsbereich. Das Schöne ist, man kann hier auf Playback gehen und dann die Kamera, das ist der Anfang, da habe ich die montiert. Ihr seht hier unten diese grauen Striche und zwar sind diese grauen Striche dann, wenn die Kamera Bewegung registriert und dann nimmt sie nur auf die SD-Karte auf die 121 GB. So
spart man sich Speicherplatz. Da seht ihr, da kommt es reingestiefelt. Bewegung registriert, aufgenommen. Das ist das Schöne, so müsste eine 121 GB SD-Karte eigentlich bestimmt für eine Woche Aufnahme reichen. Hier hocke ich auf der Bank und bin faul. ja. So ist es eben. Da war 16.23 Uhr. Also das ist schon ganz cool gemacht. Man kann auch, wenn Bewegung registriert wird, dann kriegt man einen Alarm. Unter anderem, und man kann auch mit denjenigen sprechen, dafür gibt es ja dieses Talk-Symbol, und man kann aufnehmen. Ja. Ja, die App ist so ein bisschen buggy, muss man sagen, da muss man mal rausgehen, wer reingehen, sonst wird der Videostream nicht abgespielt. Umständlich unter Nachrichten wird dann auch der Alarm angezeigt, hier Bewegung registriert. Mit Uhrzeit und so wird dann eingeschickt, aber das muss man dann eben einschalten, wenn man, kannst du dann das Bild angucken. Das muss man einschalten, wenn man die Halle verlässt, sonst hat man die ganze Zeit Alarm, 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 Alarm. Also ganz ehrlich gesagt, für den Preis sind die Kameras völlig in Ordnung, auch von der Bildqualität. Die einzige Sache, die ein bisschen doof ist bei der Kamera ist, um sie einzurichten, braucht man Internet. Man kann diese Kamera nicht einrichten, wenn man kein Internet hat. Dann kommt da nur Connection-Fehler und man kann es einfach nicht. Man hat drei Möglichkeiten zum Einrichten. Drei Möglichkeiten. Mit QR-Code, dann, dass die Kamera selber einen Hotspot erzeugt. Aber man braucht für alle Internet, weil das ist leider so ein bisschen, dass die Kamera wohl über den chinesischen Server nach Hause telefonieren möchte. Das ist leider Pflicht. Das ist der einzige Nachteil. Also habt ihr kein Internet an dem Ort, wo ihr seid, könnt ihr die nicht einrichten. Ist natürlich im Nachhinein auch eigentlich logisch, weil wie wollt ihr die Daten von der Kamera abrufen, wenn ihr nicht vor Ort seid, um zu gucken, was los ist, wenn ihr kein Internet habt. Ist zwar schön, wenn die aufzeichnen kann, aber wenn hier einer reinkommt, die zeichnet auf Bewegung und ja, nichts passiert, dann kann er die Kamera auch währenddessen mitnehmen, so ungefähr. Deswegen, also Internet ist leider Pflicht. Ja, und sonst bin ich völlig zufrieden. Ich werde noch eine, denke ich mal, holen. Wie gesagt, wir haben ja hier zwei, die Bereiche großflächig abfilmen und dann kommt noch eine, die für den Eingang, dass man die Leute im Detail sieht. Also es kommt noch nach und nach. Ja, ich werde mich jetzt hier mal austoben. Temperaturen steigen auch, merke ich. Fegen, 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 saugen, saugen, saugen. Und im nächsten Video seht ihr dann, wie ich die Beschichtung auftrage. Und hoffe, dass es funktioniert. Gut, das war dieses Video. Aber wir haben Blabla-Video. So ist es eben. Bisschen mit Lehm. Schon mal gesagt. Ja.